Hi liebe Freunde, willkommen wieder in unserem Kochstudio. Heute habe ich mir wieder was überlegt und zwar gehen wir heute ein bisschen in die asiatische Richtung. Und zwar machen wir Frühlingsrollen selber. Das ist ganz eine witzige Nummer, kann man auch alles an Gemüse und Zeug nehmen, was man im Kühlschrank hat. Ich habe euch jetzt schon mal was vorbereitet, also ich habe so gut wie möglich geschaut, dass es asiatisches Gemüse ist oder was eben drin ist. Da haben wir Frühlingslauch, habe noch einen halben Kopf Rotkraut, Zwiebel, Paprika, Zucchini, ein Stück Mango, Knoblauch, ein paar Bambussprossen, also alles, was man so rumfliegen hat, was vielleicht reinpasst, kann man voll kreativ schalten, wie man will. Zu dem Thema Gemüse, wir schwitzen das jetzt nach und nach in der Pfanne an. Was da wichtig ist, dass man vom Härtegrad vom Gemüse ausgeht. Also das knackigste und Gemüse, was am längsten braucht, in der Pfanne tun wir als erstes rein. Also bei uns ist jetzt das Rotkraut, mit dem fangen wir an. Danach kommt die Zwiebel, Paprika, am Schluss Zucchini, Mango und Frühlingslauch. Das darf dann ruhig noch ein bisschen Biss haben, das ist gar kein Thema. Wir schauen jetzt einfach, dass wir das ganz fein schneiden. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich zeige euch das, erzähle ein bisschen was dazu. Beim Rotkraut ist wichtig, dass man einfach schaut, dass es so fein wie möglich in Streifen geschnitten ist. Man kann auch Weißkraut nehmen oder Spitzkohl. Also da kann man wirklich kreativ auch variieren. Ihr seht, das geht relativ zügig. So. Wir machen das jetzt nach und nach. Dazu nehmen wir wieder was, ein bisschen Öl zum Anbraten. Am besten ist da Erdnussöl oder Sesamöl, da kriegt man gleich so ein bisschen asiatischen Geschmack rein. Habe ich jetzt leider nicht da, nur fürs nächste Mal. Ich habe die Pfanne schon ein bisschen angemacht. Fangen wir jetzt einfach an. Fangen wir los. Seht, das fängt schon das Brutzeln an. Rotkraut haben wir, jetzt machen wir Zwiebel. Dazu auch einfach halbieren, die Hälfte reicht. So, die tun wir weg. So, auch in kleine Streifen schneiden, also einfach runter. Vielleicht sogar eine Viertelte. So, jetzt nacheinander drücken, dass es schön gemeinsam gart. Wichtig ist einfach schön frisches Gemüse, farblich vielleicht einfach ein bisschen. Jetzt haben wir hier gelb von der Paprika, rot von der Paprika, dunkelrot vom Rotkraut, also das wird fantastisch bunt, so wie die asiatische Küche halt ist, wie man sie auch kennt. Man kann sich die Frühlingsrollen auf Theka kaufen, schmecken aber meistens nie so gut wie selbst gemacht. Die schmeißen wir jetzt miteinander rein. Gemüse immer waschen, also ich habe es jetzt alles schon vorher gewaschen. Auch Bio-Gemüse, da einfach trotzdem immer vielleicht irgendwas hinkommt, sei es Spritzen oder irgendwelchen Sachen, die man nicht dort haben will. Und sei es nur Dreck, weil es ist halt natürliches, wächst alles teilweise natürlich und dann kann mal sein, dass was Dreckiges dort ist. Deswegen immer waschen, also auch beim Demeter oder Bio-Gemüse keine Ausnahme machen. Schwingen einmal durch, ihr seht, das geht schon relativ flott, wenn man die Pfanne hochgestellt hat. So. Zu Zucchini in dem Falle, wir wollen ja das Gemüse nicht so triefend nass haben, weil dann weichen die Frühlingsrollen sofort durch. Also nehmen wir in dem Falle nur versuchen, so wenig Inneres wie möglich zu nehmen von der Zucchini. Dazu halbieren wir sie jetzt so, ihr seht, halbiert, und versuchen eigentlich fast nur die Schale zu nehmen und machen das in kleine Streifen. Also ich sehe es, das ist Kerngehäuse von der Zucchini, kann man jetzt bei anderen Gemüse kann man es dazu nehmen. Wir brauchen es jetzt nicht, das heben wir uns aber trotzdem aus für Gemüsefond oder eine Gemüsepfanne oder Omelette. Aber wir wollen nur die Schale, weil die noch knackert und dann zieht die einfach nicht so viel Wasser. Dann haben wir einfach den Effekt nicht, dass es, wenn man es dann füllen, durchsifft. So, das schneiden wir jetzt auch schön in Streifen. So, zack.
Heute habe ich mir bewusst mal nichts vorbereitet, dass ich euch einfach ein bisschen was erklären kann zu dem Ganzen. Dauert zwar ein bisschen länger, aber dafür kann man einfach viele wissenswerte Sachen erzählen zu dem Ganzen. Naja, jetzt um die Jahreszeit ist es ein bisschen schwer mit so guten, frischen Gemüse, aber man kann ja da eben variieren und dann das saisonale Obst und Gemüse auch hernehmen. Ja, das ist jetzt noch im Kühlschrank. Also ich habe jetzt nicht bewusst eingekauft für die Frühlingsrolle, aber das brät jetzt schon wunderbar an, duftet wunderbar, also das Aroma geht schon voll raus von dem ganzen Gemüse. So, schneiden wir den Rest noch und das rein. Dann würzen wir das erste Mal und da erkläre ich euch gleich ein paar interessante Sachen dazu. Und ihr seht, das ist schon ordentlich Gemüse, was da ankommt. Wir lassen es halt bewusst vegetarisch, weil man muss ja nicht immer Fleisch oder Fisch nehmen, sondern man kann ja auch mal darauf verzichten. So. Weil wer einen Bock daheim hat, kann es auch gerne einen Bock machen. Ist prädestiniert dafür, weil man einfach schön Hitze kriegt. Aber es reicht auch eine Pfanne. So. Dann lüftet ein bisschen weiter an. Eine Zucchini reicht bei der Mango. Schauen wir jetzt einfach, dass wir die Schale noch wegkriegen. Ich hatte noch ein Stück drin vom Frühstück. So. Dann haben wir jetzt auch eine kleine Würfel. Dann kriegt man so eine kleine fruchtige Note rein. So. Das ganze Gemüse, was jetzt übrig geblieben ist, lassen wir da weiter stehen. So. Mal drüber wischen. So, was wir jetzt noch reintun, was auch immer cool und interessant ist, habe ich jetzt in dem Falle, wer Erdnüsse hat, kann die auch nehmen. Ich habe jetzt Cashewnüsse. Die hacken wir auch ein bisschen klein und tun sie gleich mit rein. Dann gibt es auch gleich so einen coolen Knack und so. Ja, einfach was Interessantes, Geschmackliches. So, und dann müssen wir aufpassen, wenn es braun werden. Aber ihr seht schon, durch das, dass wir einfach aufpasst haben beim Gemüse, ist schon sehr, sehr wenig Wasser drin. Das wollen wir eben so, dass es schön ist. Zwar schon saftig, aber im Prinzip keine große Flüssigkeit sonst drin hat. So. Die Cashewnüsse oder Erdnüsse kann man einfach andrücken, mit dem Messer einfach flach nehmen, ein bisschen der flachen Seite vom Messer draufdrücken, dann brauchen wir es nicht groß hacken. Die springen dann echt schön cool auseinander. Ihr seht hier, nicht viel gehackt, das lassen wir dann so drin, streuen es drüber. So, da haben wir hier jetzt noch ein paar Bambussprossen, gibt es bei uns nicht frisch, sondern eingelegt im Glas, da haben wir noch welche übrig gehabt, die tun wir auch noch dazu. Bei Dosen, Gemüse, auch bei Bohnen und so, was man gerne aus der Dose isst, einfach davor kurz abwaschen, dass der Sud, in dem sie liegen, einfach abwaschen wird, weil das schmeckt einfach nicht so gut, als wenn es praktisch abwaschen wäre. Dann kriegt man doch den Eigengeschmack von dem Gemüse wieder raus. So, jetzt haben wir alles drin. Das brät schon nicht schön. So. Jetzt dazu asiatisch, jeder was verbindet man mit asiatisch, und zwar Curry. Also Curry ist eine meiner Lieblingsgewürzmischungen, es ist ja kein Gewürz an sich, sondern eine Mischung. Es ist eigentlich in den meisten Curry-Sorten sind drin Kurkuma wegen der gelben Farbe, Kreuzkümmel, Koriander, Boxhorn, Klee und schwarzer Pfeffer. Das sind so die Grundgewürze beim bei einer Currymischung, kann aber dann auch variieren bis zu 15, 20 verschiedene Gewürze. Also da haben viele indische Familien oder asiatische Familien ihre eigenen Rezepte oder Pasten. Also kann man auch ganz cool selber machen. Und
Da variieren die noch mit Fenchelsaat, Zimt, alles Mögliche kann man da rein tun an Gewürzen. Ingwer, also in gemahlener Form und getrocknet. Also da kann man auch, gibt es tausend verschiedene Currymischungen. Ich habe jetzt hier eine relativ milde, da die Kinder das auch wollen, ist halt da wenig Schärfe drin, aber dafür viel Aroma. Wichtig beim Curry ist, dass man es einfach auch mit in die Pfanne anbrät. Das sind ätherische Öle drin, durch das werden die frei. Und dann einfach kurz 5 bis 10 Sekunden mit anbraten. Das entfaltet dann das komplette Aroma und das schmeckt halt ganz anders, wie man es jetzt schon in die Flüssigkeit reintut. Das bestäuben wir jetzt so leicht. So, nur ein bisschen haushalten und schauen, weil wenn es zu scharf wird, es gibt auch richtig scharfe Currys. Zum Beispiel jetzt die Tasten, die grüne Taste ist extrem scharf, gibt es beim Asiaten, kennt vielleicht jeder grünes Curry. Da sind meistens 5 Chilis dahinter und dann brennt das nicht nur einmal. So, jetzt, ihr seht schon, es ist wunderbar, es dampft schön aus, also ich habe hier gar keine Flüssigkeit in der Pfanne. Aber es gart natürlich schön weiter. Jetzt zum Würzen, wir haben ja Curry drin, das gibt so den Pfiff. Salz haben wir jetzt noch gar nichts dran. Ich habe jetzt hier daheim so eine Sojasauce indonesischer Art. Da gibt es auch ganz verschiedene Würzungen und auch Intensitäten, also hell, dunkel, runter reduziert, alles mögliche. Ich habe die jetzt da gehabt. Das ist eine eher fruchtige, milde Variante Sojasauce, aber trotzdem salzig. Also wir brauchen jetzt kein zusätzliches Salz, die Würzung kriegen wir von der Sojasauce. Pfeffer mag ich halt einfach gern. Tun wir auch noch ein bisschen frischen schwarzen Pfeffer drüber. So, durch die Sojasauce ist ein bisschen Flüssigkeit drin. Gart jetzt einfach wie so ein viel mehr Dampf. Ihr seht, jetzt ist einfach alles durch das, dass wir es relativ klein geschnitten haben, schon relativ gut durchgegart. Es darf nicht knackern, weil es kommt ja dann noch ins Rohr, wenn wir die Frühlingsrollen drehen. Jetzt kann man die Pfanne schon mal ausmachen. So. Beim Gemüse, das war jetzt das Fleck, wo wir das frische Gemüse drauf gehabt haben. Bei Frühlingsrollen ist so, Gemüse am besten kalt verarbeiten, also das kann man vorbereiten am Tag davor. Jetzt wird es so, dass der Ablauf auch passt. Ein bisschen schwer, jetzt lassen wir es einfach ein bisschen schnell abkühlen. Ein Tipp meinerseits, zum Abkühlen immer viel Fläche, dass viel Luft hin kann, dann kühlt es schneller ab. So, ihr seht schon, ich zeige es mal ein bisschen in die Kamera, sieht wunderbar bunt aus, gemischt, super schön. So, das kann man jetzt weg, das brauchen wir nicht mehr. Zum Thema Frühlingsrollenteig, ich habe jetzt leider keinen gekauft, hatte aber noch Strudelteig da, ist ähnlich, kann man ähnlich verarbeiten, ist natürlich nicht das gleiche. Sonst im gut sortierten Supermarkt gibt es auch Frühlingsrollenteig, der ist schon vorgeschnitten, ist von der Teigart ein bisschen anders. Ich habe es letztes Mal mit Strudelteig gemacht, das ging auch wunderbar, also es gab auch keinen. So, ihr seht, das sind gezogene Blätter, sind relativ dünn, deswegen schauen wir, ob man einfach vielleicht sogar doppelt nehmen. Das sind jetzt 2 Strudelblätter. Jetzt machen wir uns eine kleine Schüssel mit Wasser. Zum Zukleben. Wir nehmen jetzt kein Ei, machen die Asiaten auch nicht, weil wir wollen ja kein Gemüsestrudel, sondern wir nehmen ja, machen ja schon was Asiatisches. So, ein kleines Messer. Ein Viertel den Teig jetzt einfach, dann habe ich ungefähr die Größe vom Frühlingsrollen. Ihr seht es, zack, vom Frühlingsrollenteig. Hier habe ich schon mal ein Fleck vorbereitet mit Backpapier. Die Frühlingsrollen werden immer ganz lustig gedreht, also man legt die nicht gerade hin und klappt es ein, sondern schräg. Jetzt mal ein bisschen schauen, ob das noch warm ist, ist ein bisschen schwer zum Drehen, aber ich halte das jetzt schon aus. So, die Füllung, da muss man sich so ein bisschen reinspielen, wie es dann von der Menge her ist. Ich glaube, das reicht jetzt schön so ein bisschen länglich, dass die Form eben schon passt. Jetzt befeuchten wir einfach die Ecken, so. Klappen links und rechts ein. Sieht schon fast aus wie ein Brief. Legen wir das auch zurück. Jetzt haben wir die Briefform, so typisch ist
für eine Frühlingsrolle und rollen das einfach schön dann bis zum Ende. Ihr seht, das ist jetzt schön eingerollt. Wir legen es dann auf die zusammengeklappte Seite, da wo eben das Ende ist. Dann geht es auch nicht so schnell auf. So, die nächste. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller arbeiten, dass es jetzt ins Rohr geht. Wir schieben das dann rein, machen eine kurze Pause und dann hole ich euch wieder, wenn sie fertig sind. Zum Soßen und zu Dips, also jeder kann da auch schauen, was er will und auf was er steht. Ich persönlich finde einfach, so wie beim Asiaten, ist so eine Sweet Chicken Chili Soße der richtige Dip dafür. Schmeckt auch super. Man kann da auch komplett was anderes machen, also ein Cashew Dip oder Erdnuss Dip. Dazu einfach, wer eine Küchenmaschine hat, ich habe jetzt in diesem Thema hätte ich einen Thermomix, da einfach geröstete Erdnüsse rein oder Cashewkerne, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Sweet Chicken Chili Soße, Kokosmilch und einfach durchpürieren. Das geht aber auch mit einem Mixstab oder so. Kann man dann auch machen, ist auch ganz interessant. Aber in dem Fall mache ich es einfach und nehme einfach eine Sweet Chicken Chili Soße. Die Kinder wollen immer nichts. Deswegen ist es ganz passend. So, der ist jetzt auseinandergegangen. Ihr seht, das sind zwei Blätter. Durch das, dass der Strudelteig einfach ein bisschen dünner ist, wie der Frühlingsrollenteig, nämlich zwei, dann haut es den nicht so schnell durch. So, ihr seht einfach auch in der Schale, es ist kaum Flüssigkeit drin. Die lassen sich auch super rollen, trotz dem, dass es noch warm ist. Aber ihr seht, ich kann das schon mit der normalen Hand anfassen. Umso mehr Auflagefläche es ist, umso mehr Angriffsfläche von der kalten Luft, umso schneller kühlt es aus. Also alles, was man schnell kühlen will, einfach auf ein Blech oder so, Backblech ausrollen oder flach drücken, dann wird es schnell kalt und man kann es verarbeiten mit den Fingern. So. Ihr seht, wenn man sich das vormacht, man kann das auch am Tag vorher das Gemüse fertig machen und im Kühlschrank durchkühlen lassen, dann hat man mittags einfach schon alles vorbereitet, muss eigentlich nur noch rollen. Und die Familie hat dann gleich was Frisches zum Essen. Auch für Partys ganz interessant. Also wir gestern mit dem Club Sandwich, auch so ein cooler Party-Snack, weil es einfach zu machen ist, kann cool variieren. Und brauchen wir noch eine Packung. Und man könnte die jetzt praktisch so, wie sie gerade machen, ein Tiefkühlfach frei und sie einzeln einfrieren. Dann zwei Stück kriegen wir gleich noch raus. So. Ein Kühlfach frei. Backblech auch oder Backpapier rein im Tiefkühler. Und dann schauen, dass man sie praktisch so reinbringt, eine Stunde anfrieren lässt, in ein separates Fach wieder reintut und dann einfach so weiter. Dann kann man locker mal 50 Stück im Vorhinein vorbereiten zum Einfrieren und dann, wenn die Party ist, einfach auf die Bleche verteilen, ins Rohr schieben und man hat selbstgemachte Frühlingsrollen, ohne dass man auf den TK-Mist vom Supermarkt zurückgreifen muss. Und kommt bei jedem immer super an. Verschiedene Dips dazu, perfekt. So, ihr seht, ich bin fertig, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das Hände waschen. Wir sind jetzt zu viert, also zwei kleine Kinder, zwei Erwachsene. Wir haben jetzt 10 Frühlingsrollen. Sollte reichen auf jeden Fall. Sonst vielleicht einfach ein bisschen frischen Basmati-Reis dazu. Einmal frei. Wir schieben es jetzt ins Vor. Ich habe jetzt vorgeheizt auf Umluft 180 Grad, mittlere Schiene, rein damit und wir sehen uns gleich, wenn es fertig ist. Hi, Servus, da sind wir wieder. Der Laurin hat alles begutachtet, mein Sohn, und hat jetzt leicht Hunger bekommen, hat gesagt, jetzt sollen wir es endlich raustun, sollen wir die Frühlingsrollen raustun? Hast du Hunger? Die stehen nämlich auch brutal auf Frühlingsrollen. So, was gibt es noch zu erzählen? Vielleicht in der Zeit
wo ich die jetzt drin gehabt habe, ist mir nur ein paar Sachen eingefallen und man sagt, okay, warum jetzt kein Ei? Erstens, weil es die Asiaten auch nicht machen und wenn man es bepinselt, das kriegt dann so eine andere Farbe und ihr werdet es gleich sehen, das sieht dann wirklich authentisch wie eine Frühlingsrolle aus. Auch kein Ei, wegen, euch ist schon aufgefallen, es ist ja vegetarisch und das ist jetzt unser erstes veganes Gericht sogar, also es ist keinerlei tierische Produkte drin. Auch nicht in dem Strudelteig und ist jetzt auch eine Alternative für Veganer, was Asiatisches zu essen, ohne dass Geflügel oder irgendwas drin ist, wobei die Asiaten ja auch viele vegetarische Nummern haben. So, aber jetzt bitte vorsichtig sein, das Blech ist ganz heiß. So, machen wir gleich mal aus. Da kommt ein Duft raus, brutal. So, ihr seht schon, die Frühlingsrollen haben eine tolle Farbe. Ich habe jetzt gedacht, eine schneiden wir jetzt anders. Ihr seht, wie sie innen ausschauen. So, tun wir nicht aus. Schaut, die sind ringsrum schön knusprig braun, so wie sie sein sollen. Schneiden wir eine mal an. Sie knacken und crunchen cool, dampfen. Ihr seht, tolle Farbe, schöner Knack, alles so wie es sein soll, als Dip. Sweet Chicken Chili Soße und einen selbstgemachten Dip. Es gibt nichts Besseres, oder? Soll man was essen? Aber gut gemacht. Yeah. Dann bis zum nächsten Mal. Liked mein Video, abonniert meinen Kanal und wenn ihr Anregungen habt, was wir vielleicht zukünftig kochen können, bitte in die Kommentare setzen. Wir können auch ein bisschen was zeigen im Thema. Einer hat mich schon draufgebracht, zum Beispiel Fische filetieren oder so, das wird in Zukunft alles kommen, aber eure Ideen wären mir auch lieb und vielleicht auch ein paar Kritiken, was man vielleicht beim nächsten Mal ändern sollte. Also bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut, viel Dank, ciao!